Seid herzlich gegrüßt und willkommen zurück zur Folge Nummer 132 hier bei Let's Play World of Warcraft und Update zu gestern. Ich habe ja erwähnt, ein bisschen mit dem Sound etc. pp. Interessanterweise gab es wirklich ein Update der Audiotreiber für mein Mainboard. Das habe ich installiert. Bei den zwei Aufnahmetests, die ich ja immer vor der Aufnahme meines Let's Plays mache, ob nun alles wieder einigermaßen im Lot ist oder ob irgendwas komisch ist, hat sie es im ersten Moment, zumindest für die ersten 30 Sekunden, die ich da immer teste, ob auch alles hörbar ist. Hört es sich im ersten Moment zumindest besser an als bei den letzten beiden Malen, also bei den letzten Folgen zumindest, seit der Umstellung hier mit meinem Mainboard und mit meinem Prozessor. Trotzdem ist irgendwas nicht ganz koscher, weil ich habe nichts geändert im Laufe des Tages von gestern zu heute. Und OBS zeigt mir einen niedrigen Dauerausschlag meines Mikrofons an, ich weiß nicht warum. Ich nehme das mal so hin, es hat sich aber nichts anders angehört und ich denke mal, wir können ganz normal wie gewohnt starten und wir sollen questmäßig ja, wie beim letzten Mal erwähnt, hier am Schlangenherz weitermachen. Und alles andere stellt sich vielleicht noch beim den nächsten Malen heraus, was nur mein Mikrofon hier sagt. Vielleicht ist auch irgendwie, vielleicht geht der Stecker kaputt, ich weiß es nicht, so alt ist mein Headset ja eigentlich noch gar nicht. Ich glaube anderthalb Jahre so, ich weiß es nicht. Ich habe das ja seit Folge, ich glaube 52 war das damals. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Und naja, gut. Alles nicht so wild. Zumindest bin ich erstmal so halbwegs zufrieden damit, was er hier aufnimmt und wie gut hörbar ich bin. Und es geht Hallo. Weiter mit dem Schlangenherz. Wir sollen einen Liebesdienst, okay, beweisen oder unternehmen. Bringt die Jade zu Historikerin Din, Feldmeister Java und Drachenmeister Shoku und Bauleiter Emi. Ja, wohin denn nicht noch überall? Und man bekommt ein neues Schmuckstück. Ach, na toll. Und ein Fass auf den Rücken. Na gut. Dann gehe ich mal ein bisschen zu Fuß. Willkommen. Lieferung abgeben. Nicht wundern, die Typen hier sind quasi sowas ähnliches wie Greifenmeister. Und jetzt ist natürlich die Frage, darf ich mit diesem Rucksack auch fliegen? Ja. Und damals war es ja nun mal so, dass man hier noch nicht fliegen konnte. In diesem Anfangs-Level-Bereich. Da war man ja auch noch nicht Stufe 87, wie ich das jetzt bin. Das liegt ja an den ganzen Anpassungen, die bereits geschehen sind in World of Warcraft. Und da konnte man dann halt die Typen anklicken. Die haben einen dann per, diese komischen Drachen, also diese Papierdrachen, fliegen die einen dann hier hoch, damit man mit den Leuten quatschen kann. Auf Wiedersehen. Und irgendeiner ist hier hinten. Und ja, das war halt so die Methode, damit man da auch hochkommt, um die ganzen Sachen zu machen. Ihr seid herzlich. Aber gut, das Ganze ist ja nun mal nicht mehr ganz so schwer, da man ja das Hauptaugenmerk nun mal aufs aktuell Stand-on liegt. Da soll da soll natürlich schnellstmöglich, so ist das richtige Wort, alle Spieler natürlich landen und sich nicht so sehr aufhalten mit alten Content, ne, den soll man zwar nebenbei später sozusagen machen, aber das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf Battle for Azeroth und deswegen soll man hier nicht so lange aufgehalten werden. Und das Ganze ändert sich ja dann auch mit dem nächsten Add-on Shadowlands. Berichtet mir von euch. Bringt mich was mit der ältesten Weise. Die nächste Runde geht auf mich. Ich muss zum Eingang der Tempel der Jadeschlange. Gut, dann bring mich da doch mal hin. Ja, das Ganze ändert sich ja auch mit dem nächsten Add-on und habe ich ja schon mal erzählt, dort wird es dann neue Startgebiete geben für alle und Klassen und Rassen wird es alles neue Startgebiete geben und danach, wenn man den Stufe 10 erreicht hat, kommt Chromie, unsere Lieblingsgnomin, an und fragt uns, in welcher Ära wir denn teilnehmen wollen.
Und dort spielen wir dann komplett bis Stufe 50, sind dort dann quasi gezwungen, alles zu machen, um dann danach ins Endgame-Contents zu gehen, das heißt dann Shadowlands. Und wenn man dann Stufe 50 hat, kann man dann auch natürlich auch später alle anderen Äras, wie es dann neuerdings heißen wird, durchspielen. Ja, in unserem Beispiel wäre das dann halt, dann würde man von Level 10 bis 50 eben Pandaria spielen. Welche Weisheit sucht ihr? Um dann hinterher Shadowlands weiterzuspielen, beziehungsweise nebenbei dann alle anderen Gebiete kennenlernen kann, wenn man sich langweilt und meint, man muss mal weg vom Alltag. Gut, das nur nebenbei erwähnt, jetzt im Tempel der Jadeschlange, das ist auch eine Instanz, die sieht auch genauso aus, hat ein paar andere NPC, weil es ja nur eine Instanz ist, aber die ist eigentlich auch ganz schick. Kann ich nur jedem wärmsten ans Herz legen, auch mal ein paar Instanzen in Pandaria zu machen. Die sind eigentlich allesamt sehr schön gemacht und auch nicht allzu schwer mit heutigem Equipment, dass man sich da nicht so durchquälen muss. Ja, und wir haben hier jetzt einige Aufgaben zu erledigen im Tempel der Jadeschlange. Das ist natürlich der Geschichtsfortschritt, der uns noch fehlt. Wir sollen jetzt den Wasserteufel vernichten und den Stab zurückbekommen und den Lehrensucher in der Bibliothek besuchen. Und dann haben wir hier drüben noch Faye. Ich glaube, die begleitet uns auch durch die Instanz. Tschüss. Gut, alles andere spielt sich hier im Tempel ab. Da kann man hier einmal im Kreise latschen. Und ja, dann gucke ich mal, dass ich das so halbwegs ohne Questlesen mal wieder hinbekomme. Oder es wie so oft im totalen Chaos endet. Zünder für Feuerwerk. Ich möchte drauf drücken. Okay, 8 Feuerwerke sollen wir starten. Ich gehe mal aufs Reittier. Ach, das ist das Falsche. Aber gut. Ich wollte eigentlich nur auf meine Reitziege gehen. Angewohnheit. Ja, die kleinen Drachen hier sammeln. Sollte auch nicht so schwer sein. Die haben verschiedene Farben und von jeder Farbe sollen wir quasi einen finden. Sind aber nur 3 Stück. Einmal Purpur, Smaragd, also Purpur ist ja meist Lila oder Flieder oder wie auch immer man die Farbe nennt. Und die Goldschlange. Ja, ob die mir jetzt hinterher rennt, das scheint zumindest so. So, dann Etappe 1. Ist das hier die... Nee, ist nicht die Bibliothek, oder? Doch, ist die Bibliothek. Die ist eigentlich auch ganz cool gemacht, optisch. Mit dir sollen wir hier sprechen. Und, ja, die Motten vernichten. Und noch ein paar Seiten sammeln, oder? Ne, wir sollen Bücherwürmer zerquetschen. Dafür bekämen wir neue Stiefel. Das ist nicht schlecht, weil wir kriegen jetzt nach und nach, ich weiß nicht, ich habe es noch gar nicht so gezeigt von nahem, wir kriegen nach und nach eine schicke, wirklich sehr schicke Pandaria-Ausrüstung, die ich wirklich nicht schlecht finde, optisch. Die man natürlich dann auch später mit anderen Teilen transmogrifizieren kann. Ich klicke erstmal so ein paar Bücher durch, das ist auch für einen Erfolg nicht unwichtig. So, dann sollen wir ein paar Motten hier entledigen. Wo man sich wieder fragt, ach, mach den Scheiß doch alleine. Du sitzt hier schon länger als ich. Warum muss ich das schon wieder machen? Aber so ist nun mal das Spielprinzip. Und dann sollen wir hier die goldenen Bücher anklicken. Alles soweit kein Problem. Problem ist halt, es gibt nicht so wirklich viel. Denn diese Motten haben jetzt nicht gerade Items, wo ich sage, ha, brauche ich. Achso, Gott, wie zerquetsche ich die? Auftreten. Ah, logisch. Ich wollte sie schon wieder mit meinen eigenen Attacken. Aber nee, wir sollen wirklich ekelhafte Sachen tun. Und drauftreten. Das wird ein Spaß werden. Motten zerdrücken und Bücherwürmer zertreten. Jetzt kann ich die da nicht angreifen, weil der dazwischen hängt. Ziel nicht im Sichtfeld. Jetzt hat er es. Vielen Dank. Der kleine Drache hätte mal mitkämpfen können. Wenn er mich schon verfolgt. Ah, die Bücher sind respawned. Hier laufen so viele Pandaren rum. Wieso können die das nicht? Frage ich mich doch immer wieder. Diese faulen NPCs. Zack, zack. Oh, ist das widerlich. Es macht Spaß, aber es ist auch ein bisschen widerlich. So am frühen Morgen. Ekelhafte, dicke Bücherwürmer zerquetschen, die eigentlich fast genauso groß sind wie mein halber Oberkörper.
wenn ich es mal genau betrachte. Ja gut, das Ganze wird jetzt hier einen Moment Zeit in Anspruch nehmen. Ja, 8 Motten und 12 Bücherwürmer. Das ist jetzt ziemlich gerade ohne. Achso, hier ist auch der goldene Drache. Den müssen wir mitnehmen. So, es wäre 5 von 8. Dann die nächsten 3. Dann haben wir schon mal die Würmchen zerquetscht. 12 Stück. So, fliegt hier noch eine Modde rum. Da oben. Bevor mein Proc abläuft, schnell ausnutzen. Also sie fliegen zwar hin, interessanterweise, aber angreifen können sie nicht. Sind halt nur so kleine Questdrachen. Sie tun zwar so, als ob, aber nee. Lass es dann mal lieber bleiben. So, Bücher anklicken, die alle funktionieren. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal gezeigt. Es gibt ja diesen Büchererfolg. Da müssten auch sehr, sehr wahrscheinlich diese Pandaria-Bücher hier mit dazu zählen. Deswegen Ausschau halten, dass hier nicht in irgendwelche Ecke noch Bücher sind, die man anklicken muss. Dann braucht man es später hier nicht immer herrennen. Dann hat man das schon mal erledigt. Dann spart man sich ein bisschen Weg und Arbeit und Gedächtnistraining. Denn darauf zu kommen, dass hier im Tempel der Jadeschlange Bücher sind, die ich anklicken kann, ist ja nur auch nicht gerade so selbstverständlich. So, wir haben alle 8 Stück zusammen. Denn einmal Mottenplage abgeben. Und dann muss ich mal gucken. Ich habe Crit und Meisterschaft. Und ich hätte auch gerne wieder Crit und Meisterschaft. Nein, natürlich nicht. Dann muss ich auf die Vielseitigkeit achten. Da ich ganz schön viel Meisterschaft habe. Und bekomme dann neue Stiefel. Leider werden sie nicht aufgewertet. Und wir sollen mit dem nächsten sprechen. Hier im Tempel. Das brauche ich nicht. Ich brauche aber die Stiefel. Dann können wir beides entzaubern. Einmal das Schmuckstück. Und die Schuhe. Das gibt schön viel Geisterstaub. Den kann ich natürlich verwenden. Das war Brust. Handschuhe muss ich auf jeden Fall verzaubern. Hatte ja neue bekommen beim letzten Mal. So, jetzt könnte es bestimmt gelb werden. Punkt 25. Yep. Lass mich mal das hier machen. Ja, ich muss unbedingt mal wieder zum Lehrer, weil jetzt bei 25 gibt es definitiv sehr, sehr viele neue Sachen. Und ich habe ja noch ein paar Items, aber das Ganze, denke ich, werde ich erst am Ende machen, wenn ich hier weiß... Ah, nee, ich komme ja von hier. Wenn ich weiß, Pandaria ist geschafft und erledigt, dann werde ich nochmal meine Berufe updaten, weil das hier ja so mitten in der Pampa war, in meinem Fall, für Schneiderei und für Zauberkunst. Ja, ihr merkt es, ich habe es so ein bisschen im Hals hängen heute Morgen. Weiß auch nicht warum. Vielleicht war die Nacht zu kurz einfach. Aber gut, das hält mich nicht davon ab, eine schöne, tolle neue Folge aufzunehmen. Und es ist ja auch ein schöner Test für mein Mikrofon. So, alle möglichen Bücher immer mitnehmen, anklicken. Ihr braucht auch nicht die Seiten durchdrücken. Es reicht, wenn man die einmal andrückt. Dann zählt er das für den Erfolg, für die Büchersammlung. Ansonsten sind hier natürlich sehr, sehr wichtige Geschichten mit bei, die alle sich rund um Pandaria drehen. Aber das würde jetzt ein bisschen lange dauern. Also man könnte gerne mal, vielleicht merke ich mir das ja für später mal. Man kann ja auch mal ein ein Geschichtsspecial machen, ne? Also ein Story-Special, wo man dann sagt, komm, wir klappern jetzt mal möglichst alle Bücher ab. Und lesen die einfach mal, um so ein bisschen mal die Story zu vermitteln. Bin ich jetzt hier wirklich einmal im Kreis gegangen? Ich glaube ja, oder? Ich bin doch da nicht reingegangen. Was muss ich denn noch machen? Die Azurschlange fehlt. Gut, ich komme gleich wieder. Ich bin noch da hinten lang gegangen. Dann bin ich doch noch nicht fertig mit einmal im Kreis gehen. War nur ein halber Kreis. Wir kommen zum Quell des Allsehenden. Ja, die Karte zeigt es mir auch schon. Hier ist das nächste Quest. Ach, ja, ich weiß schon. Stab des Sehers. Ich glaube, ich muss die einfach nur so umboxen.
Und irgendeiner hat den Stab an sich gerissen. Denn der Seher oder der Wassersprecher steht ja da vorne. Und hier müsste dann auch eigentlich ja zur Schlange rumlaufen. Gute Frage ist natürlich, mache ich das jetzt hier richtig, hier einfach umzuboxen und zu warten, bis so ein Stab droppt. Ich schieße einfach mal. Alle guten Dinge sind drei. Drückt mir die Däumchen. Schade. Oder ich muss genug töten, dass hier irgendwas anderes kommt. Wäre ja auch möglich. Bevor ich mir den Spaß mache und das Quest lese. Da ist der Stab. Ha! Habe ich mir Arbeit erspart. Brauche das Quest nicht mehr lesen. So, wo ist hier die kleine Wolkenschlange? Kann man hier sehr gut übersehen in dem ganzen Chaos. So viel, wie das hier rumwuselt. Die ist bestimmt draußen. Gut, Mr. Wassersprecher. Hier hast du den Stab. In der Nähe des Hofs. Gut, dann geht's weiter. Keine Jadeschlange in Sicht. Auch keine Bücher zum Anklicken. Ja, dann wird es auf jeden Fall eine Tempelfolge. So im Groben und Ganzen. So, ihr sitzt hier und tut nichts. Ah, da ist sie. Ich sehe sie. Wie gesagt, die kann man sehrlich übersehen. Vor allem, wenn sie grün sind. Bei dem ganzen Gestrüpp hier. Komm mit. Ach, sind es doch vier. Ich habe irgendwie nur drei aufgezählt vorhin. Hab rot vergessen. Purpur ist ja. Purpur ist rot und nicht lila. Smaragd habe ich nicht aufgezählt, glaube ich. Gut. So, jetzt sind wir definitiv einmal im Kreis gelaufen. Das war ja nun nicht so schwer gerade. So, dann gehen wir mal wieder zurück und lassen uns überraschen, was denn dem Ganzen noch so folgt. Eines Tages werde ich so heldenhaft wie ihr sein. Ach, das ist aber nett von dir. Viel Spaß! Berichtet mir von euren Reisen. Es war eine Rundreise, wo war es im Sinne des Wortes? Immer mit der Ruhe. So, das es gibt Leben sollte genossen werden. Den Folgequest hört der Jadeschlange zu. Dafür bekommen wir einen sehr geilen, asiatisch anmutenden Hut. Crit Tempo auf jeden Fall. Oder Vielseitigkeit. Muss ich mal überlegen. Das ist Tempo und Vielseitigkeit. Nee, dann lieber Crit-Tempo. Gut, Jadeschlange, dann erzähl uns mal von deinen, Problemen, muss man ja fast sagen. Denn, wie wir wissen, die Schas spielen so ein bisschen verrückt in Pandaria. Das sind halt die freigelassenen Ängste von jedem, die kanalisieren sich halt in einem großen Ganzen. Und ja, jetzt kommt halt die Jadeschlange an und erzählt uns ein bisschen was. Da ist sie doch schon. Ich entschuldige mich für die Täuschung, aber es war notwendig. So jemanden wie euch haben wir in Tausenden von Jahren nicht gesehen. Es war zwingend erforderlich, dass ich zunächst euer Herz auf die Probe stelle. Interessant. Kommt und reitet mit mir. Oh, bitte nicht. Es gibt etwas, das ich euch zeigen möchte. Gut, dann gehen wir mal auf Reise. Mit der kleinen Jadeschlange. Also ich habe schon mehr Kameraführung. Ich muss mal rauszoomen, soweit es geht. Sonst seht ihr nicht viel. Die Tempelpriester wagen es nicht, sich der Wahrheit zu stellen. Ich werde alt. Meine Zeit auf dieser Welt ist bald vorüber. Das ist aber schade. Seht ihr die große Statue in der Ferne? Ja, die ist da nicht mehr lange. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Spoiler-Alarm. Viele Jahre haben die Arbeiter sich dem Bau verschrieben und es ist fast vollbracht. Nur noch ein wenig mehr Jade, wie die ihr beschafft habt. Und sie ist fertig. Ja, aber ob das so gut ist... Mit meinem letzten Atemzug werde ich die Essenz meines Lebens in die Statue hauchen. Und ein neuer Wächter wird geboren werden. Ja, genau, das ist das Problem. Der Wächter ist so ein bisschen angepisst. Seid nicht traurig. Der Kreislauf ist klar. Weder beginnt, noch endet er mit mir. Eines Tages müsst auch ihr vielleicht all das verteidigen,
was euch am Herzen liegt. Das mache ich eigentlich schon seit Level 1 an. Kommt, erinnert euch an all das Licht und die Wunder dieser Welt und kämpft. Ja, das werde ich mich dran erinnern und kämpfen. Wir Gut, leben haben wir es? Zusammen, Nein. Oder wir sterben zusammen. Alle Kreaturen Pandarias sind miteinander verbunden. Ich bin erschöpft. Ich muss jetzt ruhen. Ja, ist auch anstrengend, wenn dir tausende Spieler immer das gleiche von dir wollen. Gut. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Nee, das glaube ich nicht. Ich bin zu schnell Level 90. Es tut mir sehr leid. So schnell werden wir uns nicht wiedersehen. Zack. Gut. Das war die interessante kleine Story der Jadeschlange. Berichtet Crit. Oh meine Güte. Entschuldigung. Crit und Tempo. Und Questfortschritt. Jadeschlange abgeschlossen. Schreiben der Allianz. Das packen wir mal beiseite. Und wir setzen diesen geilen, schicken Hut auf. Jetzt brauche ich nur noch die Robe, um geil auszusehen. Ah, ich finde das so toll. Einziges Problem ist halt dieser Clipping-Fehler, weil der Hut geht halt in die Schultern rein. Das ist halt so ein bisschen schade. Das liegt allerdings daran, dass mein Zwerg zu klein ist. Und die Schultern zu riesig. Die müssten halt ein bisschen kleiner sein. Aber gut, das lässt sich verkraften. Ich finde das Outfit so geil. Es ist schon schön. Muss ich auch ehrlich zugeben. So, den alten Hut können wir entzaubern. Wenn es denn macht. Hallo? Okay. Irgendwas backt hier gerade rum, aber gut. Wo muss ich denn jetzt hin? Dorf der Perlflossen. Na toll, das ist nicht gerade um die Ecke, Leute. Gut, dann geht es jetzt noch schnurstracks nach Süden. Und ja, dort wird dann auch die Folge dann enden. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen und Gott, war hier? Welcher Lehrer war hier? Hier war ein Berufslehrer. Ich glaube auch meiner. Oder? War es nur Schmied? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Stallmeister? Koch? Gasthaus ist klar. War hier nur der Kochlehrer? Alchemiehändler? Ich habe leider keine Alchemie. Schneider Leder, weil wie gesagt, hier sind so mehrere wichtige NPC für Berufe, aber es scheint keine Lehrer dabei zu sein. Exotische Waren. Tja, gut. Das bekommen wir aber auch noch hin beim nächsten Mal. Ich musste dann nochmal die Koordinaten rauskramen. Und dann gehe ich halt nochmal außerhalb der Aufnahme zu meinen Lehrern und dann kann ich euch immer noch separat zeigen, was ich Neues dann erlernt habe. Das ist jetzt alles nicht so dramatisch und wichtig. Achso, wieder eine Rainbow-Karte. So, wir kommen zurück im Dorf der Perlflossen. Denn es fehlt jetzt ja nicht mehr viel. Zwei Kapitel. Schlacht um den Wald. Das ist halt der Werdewald im Allgemeinen. Zweifel überwinden. Ja, mal gucken. So, erstmal geben wir das Quest ab. Und dann können wir ein neues annehmen. Gut, Admiral Taylor, dich haben wir schon lange nicht gesehen. So, sprecht mit Karashi, dem Draufgänger. Ember Kerlin oder Kiernen, wie auch immer. Und Mishka. Die Allianz muss sich durchsetzen. Aber vorher möchte ich das eine Quest annehmen, was hier irgendwo zwischen ist. Da muss was repariert werden. Von Sully, die Gurke McLeary, nimmt den Hose in Wegelager im Osten die verschwundenen Getriebeteile mit Wasserschadenrostigen wieder ab. Alles klar. Irgendwelche Teile sammeln, um wieder Kriegsgerät zusammenzubauen. Und dann sprechen wir mal noch schnell mit den anderen beiden. Achso, ach, das war's schon. Okay, alles klar. Also, die Aufgabe ist klar. Gehen wir wieder in unseren schönen, altgewohnten Swimmingpool. Oder Whirlpool, besser gesagt. Der uns ganz alleine gehört. Gut, die Aufgabenstellung ist klar. Also, einmal Getriebeteile mit Wasserschaden und rostiger Klemmbolzen sammeln. Das Ganze befindet sich hier oben im, keine Ahnung, wie es heißt. Zeigt mir gar nicht an.
auf jeden Fall nordöstlich vom Perlsee. Und dann sollen wir dem Ziel entgegen treten, also dem Endziel hier im Jadewald, und die Rekruten herausfordern. Das Ganze erwartet uns dann beim nächsten Mal. Es geht so ganz langsam in Richtung Ende des Jadewaldes und auch Richtung Stufe 88. Ja, und dann wie immer vielen Dank fürs Zusehen und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal. Euer Ehre.